So ein bisschen Zeit haben wir ja immer, weil erst wenn es richtig dunkel ist, und das wird gleich passieren, dann kommen die Bösewichte. Und ich gucke mal ganz kurz, wir haben ja ein bisschen Geröll dabei. Das mache ich doch jetzt endlich mal, dass ich mir hier so ein bisschen so einen kleinen Pfad zur Insel baue, damit wir nicht jedes Mal durchs Wasser schwimmen müssen. Sieht jetzt nicht unbedingt geil aus, aber das muss jetzt erstmal reichen. Ach, ab hier können wir auch schwimmen. So. Muss jetzt erstmal reichen, bis wir was Vernünftiges haben. Eine vernünftige Anbindung, unterirdisch am besten. Und zwar kein Glastunnel durch die Luft. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Das hat irgendwer gesagt, ein Glastunnel durch die Luft da hinten hin. Aber das sieht total scheiße aus. Das verschandelt die Landschaft. Das machen wir schön diskret unterirdisch. So. Na gut, dann mache ich mal kurz eine Pause und dann bauen wir hier gleich weiter. Oder beziehungsweise als nächstes holen wir uns dann hier wieder Vorräte, vielleicht von unten oder von oben. Wir können ja neue Schaufeln jetzt machen. Brauchen dann auch ein bisschen mehr Kohle, um hier neue Sachen herzustellen. Das Glas haben wir nur hier. Hat sich ja jetzt nicht so gelohnt, aber immerhin für ein bisschen was reicht es ja noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis gleich. Tschüssi. So, und wieder zurück im Spiel, wieder beim Minecraft unterwegs. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Pause gemacht zwischendurch. Zwischendurch kam auch das Halloween-Update bereits. Das heißt, es gibt ein paar neue Features, wie zum Beispiel das Angeln, was wir ausprobieren können, die Portale, aber das machen wir später mal. Ich habe im Rahmen dessen, das sieht hier alles noch nicht so richtig geil aus, ich habe im Rahmen dessen ein anderes Texturenpack probiert, beziehungsweise immer noch das Painterly-Pack, aber habe einfach mal ein paar Texturen ausgetauscht gegen helleres Holz und habe mal andere Bilder probiert. Ich muss aber sagen, dass ich momentan jetzt nicht so glücklich bin. Also ich möchte jetzt nicht hier frohlocken und jauchzen und mit Hurrasprüngen in die Luft abheben, weil so wirklich geil sieht es ja noch nicht aus momentan. Aber ich mag das Glas mit diesem hellen Rahmen drumherum. Muss ich mal gucken, ob wir das behalten. Ich habe statt Fackeln einfach mal Kerzen gemacht hier, also als Textur genommen. Und eigentlich sollten die Fackeln jetzt auch ausgehen ständig, so dass man die ständig anmachen muss mit dem Feuerzeug, aber das ist jetzt doch noch nicht ins Halloween-Update reingekommen, das kommt später noch. Und dann müssen wir uns immer Lampen bauen. So, das Halloween-Update behandeln wir am besten mal im nächsten Let's Show und hier bauen wir jetzt einfach mal weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben hier einen Affenkäfig gebaut und wir waren, glaube ich, gerade auf dem Berge zugange und wollten hier frische Rohstoffe farmen, wie zum Beispiel Sand brauchen wir, um Glas herzustellen. Das haben wir bereits. Wolle haben wir auch noch 45. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Bücher brauchen wir noch nicht, also für Regale oder so. Eisen haben wir ein bisschen was, das kann ich gleich mal einschmelzen. Huch. Und dann schmelzen wir uns das erste Eisen ein. Und damit können wir uns dann schön Spitzhacken machen oder was wir auch immer brauchen. Die jetzt übrigens, es wurde mehrfach gesagt, hey Gronkh, wirf doch mal die Spitzhacken weg, wenn die fast kaputt sind, dann sind die wieder wie neu. Aber leider ist das jetzt nicht mehr so. Ich habe es vorhin mal ausprobiert, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob es am Update liegt oder woran auch immer. Aber andererseits wäre es ja auch Bug-Using. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja richtig spielen. Sind der Ehrliche heute. So, ich glaube, ich habe übrigens vergessen, wieder auf Easy zu schalten. Es sieht hier sehr zombielos aus. Ich würde gerne die Monsterfalle bauen übrigens, bevor wir jetzt wieder auf den Berg gehen und einen großen Aufriss machen. Das ist Sand, das ist ja gar keine Wolle, ich Idiot. Die Texturen sind ja jetzt so anders. Also wir brauchen Wolle, das heißt, wir können jetzt erstmal Wolle machen und in der Zeit können wir vielleicht an Land einfach mal die Falle bauen. Und jetzt mag ich gar nicht im Dunkeln hier rumhängen und ich überlege mir ernsthaft, ob ich nicht so lange vielleicht die Monster ausschalten soll, einfach damit wir schneller weiterkommen. Ich lasse das Eisen da gerade mal Eisen sein und hüppel hier mal wieder in Land. La 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 la. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da hinten ist ein Skelett und eine Spinne. Und irgendwie muss ich zugeben, ich fand die anderen Texturen irgendwie schöner. Ich habe das jetzt versucht so zu machen, dass alles ein bisschen heller wird, dass man nachts auch mal ein paar Sachen erkennt. Das funktioniert ja auch ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so toll ist. Ich glaube, ich baller das andere Texturenpack wieder drauf. Also das Original davon. So was selbst zusammengewürfeltes. Hier sieht man, dass das Gras auch weiter nach unten wächst. Das sieht aus wie so ein verschimmelter Tortenguss. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von.
Irgendwas ist doch da hinten gerade, da hat sich doch was bewegt gerade. Ach, ein Skelett. Geh weg. Oder Zombie, ich sehe es nicht. So, hier könnten wir theoretisch schon Sand abbauen, aber ich möchte nicht die Aussicht versauen, da hinten von unserem Kabuff. Wer weiß, was da noch draus wird. Da sind noch... Das Skelette? Ja, das sind Skelette. Zwei Stück. Das heißt, wir können hier gerade nicht viel machen. Ich könnte jetzt einen Bogen machen und wieder auf Monsterjagd gehen. Das wäre total spannend, aber es wäre auch gleichzeitig total sinnlos. Weil das sind ja Monster, die kehren hier immer wieder. Ich könnte jetzt hier auch überall Fackeln aufstellen. Dann wäre es ein bisschen sicherer, aber das will ich eigentlich gar nicht, dass es sicherer wird, weil da fehlt ja auch ein bisschen der Spaß dann. Zumal Skelette und so auch gerne mal vorbeikommen. Ach Mensch, da hat mich aber erschrocken. Zumal Skelette und so auch... Ja, ja, ist ja gut. Auch mal gerne vorbeikommen. Jetzt spring doch nicht so. Also, was ich sagen wollte. Zumal nein, nicht die Spinne. Nicht die Spinne. Gott sei Dank. Die springen mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal... mache ich jetzt aus oder mache ich nicht aus? Ich bin hier so ein bisschen im Zwiespalt. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, hier die ganze Zeit zu kämpfen mit diesem Steinschwert. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Naja, viel haben wir nicht verloren, aber trotzdem ist das doof. Jetzt hole ich mir nochmal ein Skelett. Die Zwiebeln immer gut rein, aber... Ich guck mal ganz kurz, wie es ist, wenn man vielleicht direkt auf... Ja. Ah, fuck you. Nein, ich habe nicht geflucht. Was? Niemals. So, das hat auch schon übel reingehauen gerade. Und jetzt können wir uns hier quasi durchschlagen jetzt. Aber ich... Ehrlich gesagt mag ich nicht krepieren. Und da hat das nächste Skelett gerade die Witterung aufgenommen. Und jetzt bleibt uns nichts weiter übrig als die Flucht. Da ist noch ein Creeper. Na, wunderbar. Das fängt ja super an. Aber die Sonne geht gerade auf. Na, jetzt los. Hier, hopp. So, die haben die Verfolgung aufgegeben. Da hinten... Was macht denn der Creeper da? Weint der gerade? Ach, der hüppelt nur. Na gut. Also, mit dem Halloween-Update, das hat man ja schon ein bisschen in dem einen Video gesehen, in diesem, wie heißt denn das? Biom-Video mit den verschiedenen Landschaftsgebieten, mit den Klimazonen. Es gibt jetzt einen doch schönen roten Sonnenaufgang, einen schönen roten Sonnenuntergang. Das sieht ganz malerisch aus, also für Minecraft-Verhältnisse. Da ist noch eine Spinne. Versteckt mich mir mal in deinem Haus hier. So, und hier hängen wir mit einer Flasche Johnny Walker und ziehen uns erstmal schön in den Sonnenuntergang, Aufgang rein. Und gucken immer, dass keine Spinne und nichts kommt. Und da oben werden wir bald wohnen, auf diesem schönen Berge dort. Und dann können wir das hier richtig geil genießen, wie die Sonne aufgeht. Das sieht doch Hammer aus dann. Da von unserem göttlichen Thron, der uns ja auch zusteht, muss man ja sagen. Wir sind alle ganz besonders tolle Menschen. Aus ganz vielen Gründen, die wir auch selber alle kennen. So, Spinnen greifen tatsächlich tagsüber nicht mehr an. Ich weiß nur nicht, ob jetzt schon tagsüber genug ist. Ganz offensichtlich ist es noch nicht tagsüber genug. Aber jetzt. Und hier sind überall Creeper im Wasser. Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, ich komme jetzt hier trotzdem erstmal nicht weg. Ach, weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöd. So. So, weil ich habe keine Lust, dass wir jetzt die ganze Nacht irgendwie hier auf der Insel verbringen und gar nichts machen. Beziehungsweise dann auch noch den halben Tag. Das ist dann irgendwann auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich würde gerne ein bisschen schneller weiterkommen und nicht irgendwie jede Nacht ängstlich in der Gegend rumhocken. Das kann ich auch real life, weißt du? Aber wir müssen die Monster nachher eh wieder anmachen, weil wenn wir eine Mobfalle bauen, wofür wir noch Eimer brauchen werden fürs Wasser, dann auf jeden Fall Monster einschalten. Und wie man sieht, die Mobfalle könnte auch für Hühner funktionieren. Jetzt muss ich nur überlegen, wie machen wir es am cleversten? Ich stecke hier am besten ein Gebiet ab. Und zwar eine bestimmte Größe. Das müsste hier eigentlich so gehen.
Dann hebe ich hier ringsrum einen kleinen Wassergraben aus. Moment, Moment, Moment. Habe ich eine Schaufel dabei eigentlich? Nee. Und da ist Minecraft schon wieder abgeschmiert. Ganz großes Kino. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mal ganz schnell auch das andere Texture Pack wieder installiert. Jetzt sieht es wieder ein bisschen normaler aus hier. Naja, normaler ist gut. Geht so. Und wir waren gerade dabei, hier ein bisschen was auszuheben. Jetzt habe ich aber die Orientierung verloren, weil jetzt auch alles wieder nicht gespeichert ist. Das heißt, wir waren hier und da haben wir was ausgehoben. Aber eigentlich könnten wir... Nee, könnten wir nicht. Dann machen wir mal so das hier. Und dann hoffe ich einfach mal, dass Minecraft jetzt ein bisschen stabiler läuft. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das jetzt vielleicht zusammen mit dem Halloween-Update zusammenhängt. Zusammen mit dem Update zusammenhängt. Genau, Gronkh, das ist genau die richtige Einstellung. Was ich aber damit eigentlich sagen wollte mit dem Kauderwelsch. Es könnte durchaus sein, dass es vielleicht daran liegen könnte, eventuell. Es läge im Bereich des Möglichen. Dass es vielleicht mit dem Update zusammenhängt, dass Texturen oder so nicht mehr richtig greifen oder was auch immer. So, ich glaube, da mache ich nochmal die Dinger weg. Jetzt haben wir zwar keine Schaufel dabei, aber das geht ja auch so einigermaßen. Man möchte nicht sofort sich übergeben, dass es so lange dauert. Und weißt du was? Ich heb dir mal die ganze Grube aus. Wir machen das so, wir säubern jetzt die ganze Grube, wir heben die sauber aus, sodass das Dungeon quasi in der Originalbreite und Länge ausgehoben ist, bis nach oben. Und dann mache ich da den Wassergraben, würde das reichen? Ja, wenn ich eh nach unten gehe, dann würde das auf jeden Fall reichen. Dann müsste ich mich jetzt hier nochmal langbuddeln. So, an der Ecke lasse ich immer ein Dingens übrig. Das hat strömungstechnische Gründe. So, hier ist die Ecke, die lasse ich auch übrig. Hier in die Ecke muss wieder einer rein. Und da gibt es überhaupt gar keine Ecke, deswegen bauen wir uns jetzt eine. Zack. Und dann... Wie schön, dass die ganzen Viecher da reingehen. Das finde ich total super. So, zack, zack, zack und zack. Und dann kommt hier noch einer auf Ecke. Und dann müssen wir allerdings hier noch... ein so ein Ding vormachen. So, zack, 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 huch. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Und weil es so schön war und damit wir ein bisschen mehr, nicht nur so ein Erdding davor haben, sondern damit es ein bisschen natürlicher aussieht, haue ich ja noch ein bisschen Erde vor. Soll ja nicht aussehen, als hätte man da was ausgehoben oder selber irgendwas gemacht. Huch, hallo? So... sieht jetzt einigermaßen natürlich aus. Ist auch immer ein bisschen kritisch, wenn Löcher in der Erde sind. Da fällt man gerne mal rein. Vor allen Dingen, wenn man da öfter unterwegs ist. Also immer zumachen. Man weiß ja nie, wo man landet. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir keine Leiter dabei haben. Eine Leiter bräuchte man zumindest, um da unten weiterzuarbeiten. Oder... nein... kein Oder. Wir brauchen definitiv eine Leiter. Und die muss ich jetzt erstmal holen. Moment. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn alles dabei? Ich könnte mir jetzt theoretisch noch so ein Crafting-Ding machen, aber wir brauchen neues Holz. Sowas aber auch. Da haben wir doch bestimmt noch eine Axt dabei. Jawohl. Okay, so viel dazu. Ich weiß, ich schmeiß die Sachen immer weg, aber ich beleg die Taste trotzdem nicht anders. Weil Kuh ist einfach Kuh und wenn sie halt umfällt, ist doch auch egal. Also, wenn wir was wegschmeißen, meine ich. Und wir müssten auch mal bald ein bisschen Bäume nachpflanzen. Wir haben extra letztes Mal das Gemüse gesammelt und jetzt pflanzen wir trotzdem nicht nach. Ist natürlich doof, weil wenn man Bäume abholzt, muss man die auch wieder anpflanzen, damit man später noch Rohstoffe hat. Ach, leider keine richtige Höhle, nur eine kleine.